Huch und hey ho, ich bin hier gerade ein wenig runtergefallen, hier gelandet außen. Ich guck mal eben, ihr habt hier oben halt den Raum ausgebaut. Jetzt werde ich erstmal mal sehen, dass ich hier relativ heil wieder nach unten komme. Das muss ja auch noch hier unten weg, ne? Da soll ja auch noch irgendwie so ein Eingangsbereich rein. Das ist ja hier eher so der Strandweg oder der Weg in die Richtung da hinten. Ah, gut, da müssen wir dann das vielleicht. Ja, wenn wir den Hafen ausbauen oder so, dass wir das dann verbinden. Ich laufe mal eben in den Raum, wo ich stehen geblieben war. Den habe ich nämlich etwas weiter gemacht. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen sehen, was ich hier so meine. So. Seht ihr, hier ist jetzt so ein Gang entstanden. Hier bin ich noch nicht ganz durch. Da fehlt mir noch Schönstein, ne? Ja. Da laufe ich doch nochmal eben kurz runter. An unserer Projektwand vorbei. Und schau mal. Ja, da kann ich direkt noch ein bisschen nachlegen. Ob ich hier noch irgendwo. Ach, da kommt auch was rein. Wir brauchen jetzt offensichtlich wieder relativ viel Schönstein demnächst. Hab auch noch was auf Lager. Und da ist auch noch was bei gewesen. Ach, ich bin aber auch wieder verpeilt. Meine Güte, normal. Na, das liegt ja wahrscheinlich jetzt daran, dass ich mir immer die Nächte um die Ohren schlage auf unserem Multiplayer-Server. Na. Und ich bin eigentlich im Moment immer ganz froh, wenn ich dann hier auch mal ein bisschen mich mit meiner normalen Let's Play-Welt befassen kann. Na, denn man hat hier einfach mehr Ruhe. Obwohl es, wie gesagt, auch immer noch was ganz anderes ist, als völlig allein im Singleplayer zu spielen. Na, also dabei immer erzählen und tun und machen. Peinliche Sachen sagen und so, ne, und einen Klopper nach dem anderen bringen, das ist schon ganz schön anstrengend, ne? Und das glaubt man gar nicht, ne? Also viele lachen sich dann immer kaputt, was ich teilweise so mache, oder hier wie letztens in dem Spawner da mit der Steinplatte, die habe ich immer nur dumm angeguckt und irgendwie nicht verstehen wollen, glaube ich, dass die nicht funktionierte, ne? Also dass die Drops da drauf ja, flossen und dann sich die Steinplatte überhaupt nicht bewegt hat, weil das eben nur mit Holzplatten geht. Ich habe das auch bisher immer nur mit Holzplatten gemacht. Weiß der Teufel, warum ich da wirklich eine Steinplatte genommen habe. Das sind so Situationen, die kannst du nicht erklären, wenn du Let's Plays machst. Du verhältst dich da als Spieler völlig anders und ach, hier ist das Loch, wo ich reingefallen bin. Ah ja, da muss ich dran denken. Ich hatte nämlich vor, also ihr seht das jetzt hier. Das ist der Hauptraum und dann sieht das von außen so ein bisschen so mit den Säulen. Dann haben wir hier diesen Säulengang. Und hier kommen halt so immer so Türen rein noch, ne? Im gewissen Abstand. Und dann sind hier Schlafkammern und da möchte ich natürlich gerne den Boden etwas hübscher machen aus Wolle, irgendwie sowas. Ne? Jetzt nicht Herzchen, aber vielleicht irgendwie was, ja, was anderes halt. Ne? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe auch schon wieder so vergessen, das Texture Pack mal umzuschalten. Hatte mal zwischen der letzten Folge und jetzt eine kurze Drehpause und naja, das macht aber nichts. Jetzt haben wir hier die rosa Wolle, die normale. Ja, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ist im Moment im Texture Pack auch von mir noch, sind noch ein paar Fehler drin. Also die Partikel haben wir gesehen, sind nicht so schön. Da ist immer noch irgendwas fehlerhaft. Manchmal jedenfalls, ich glaube, wann war das, wenn man in Holz haut oder so? Irgendwie kommen dann immer lila Partikel. Also da scheint keine Textur da zu sein. Was? Und auch die Torte ist auch kaputt. Die Torte ist kaputt. Das sagte mir einer unserer Siedler auf dem Server. Der war so nett, mich darüber zu informieren. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist immer so, die Mojangs, die veröffentlichen schon früh, ein paar Tage vor so einem Beta-Release, immer die Texturen davon, sodass man als Texturenpackmacher schon mal so ein bisschen vorarbeiten kann, sich schon mal darauf einstellen kann. Aber offensichtlich machen sie es dann, fehlt dann immer die Hälfte. Dann erzählt er ja hier, das und das hat sich geändert, das ist jetzt da und da. Ja, okay, aber dass dann zum Beispiel sowas wie eine Torte plötzlich auch ganz anders aussieht, das erzählen sie nicht und dann achtest du dann auch gar nicht, weil es muss alles schnell gehen, dann achtest du gar nicht so richtig da drauf. Und ja, hast du ruckzuck solche Federteufel dann da drin. Ist aber nicht schlimm, soll alles nur lustig sein, Spaß machen und kein Problem, ne?
Ihr seht, ich hab das jetzt, was mache ich ja? Ich hab jetzt gerade mal wieder Bock, mal ein bisschen irgendwie Monster zu sehen. Fackeln muss ich mir gleich machen, Fleisch muss ich noch ein bisschen kochen. Haben wir denn hier gerade mal Platz? Ne, die Öfen sind beide besetzt. Dann nehme ich mir doch einfach mal wieder ein bisschen gammeliges Brot mit. So kostbare Sachen lasse ich jetzt mal hier. Das Knochenmehl lasse ich auch mal hier. Wolle lasse ich hier. Erde sollte ich mitnehmen. Schönstein möchte ich nicht mitnehmen. Schönstein bleibt hier. Zack. Und die Tür natürlich auch. So, und dann haben wir genug Pfeile dabei. Wir haben noch ein Ersatzschwert. Wir sollten aber noch die Zange vielleicht auch noch hier lassen. Die kommt in die Werkzeugkiste. So, müssen wir ja, ne, seht mal, wie schnell die, ne? Ich meine, jetzt habe ich auch schon ordentlich Laub abgebaut, ne? Schafe ermorde ich jetzt einfach, ne? Also es ist nicht meine Schuld, ne? Das ist einfach, wenn die das so machen, dass ich hier nur noch Silber verwenden darf für so Zangen, die dann auch ganz schnell kaputt gehen irgendwie. Dann, nee, dann werde ich jetzt halt eben zum brutalen Schafmörder, was ich vorher nicht war. Ne? Dann werfen die wenigstens noch eine Wolle ab. Ne? Nein, ich mache nur Spaß, Leute. Ich werde auch weiterhin noch gucken. Ach so, Moment, nicht so schnell. Nicht so schnell hier, junger Mann, ja? Nicht so schnell. Also, das muss ich mir mal unbedingt merken. Ich habe doch hier die Kohle. So, da brauche ich noch ein bisschen Holz. Habe ich noch ein bisschen Holzstäbe hier? 12 Stück, das passt genau. Ich möchte unten in die Höhle herein, in unserem Keller, jetzt mal ein bisschen mehr. Es ist total gefährlich da. Also, ich warne jetzt alle Leute vor, die Angst vor Dunkelheit haben, die Angst vor Monstern haben, die dann irgendwie verzweifeln, wenn ich mal drauf gehe. Ne? Ich spiele jetzt hier so Minecraft, richtig, ja? Und es passieren Situationen, die sind nicht vorhersehbar. Und da lassen wir uns jetzt einfach drauf ein und wir rennen jetzt in unsere Höhle. Checken. Okay. Weiter. Hier liegt noch Kohle rum, die nehme ich mir auch mal gleich mit. Ne? Ah, so, jetzt laufe ich hier mal rein. Da oben ist es gefährlich. Hier kommen immer Leute rum um die Ecke. Ich möchte mal erkunden, wo die herkommen. Da ist schon einer wieder. Pass mal auf, ey. Komm doch mal her. Komm her, komm. Komm her, was willst. Komm her, wenn du was willst. Aber das schaffe ich wieder. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man jetzt hier so richtig, hui, neben der Kampfhöhle, Unfallstelle wieder spawnt. So, jetzt hier. Ich muss mich etwas konzentrieren, ne? Spinne höre ich auch. Ich brauche auch meine Sachen wieder. Ich brauche auch meine Sachen wieder. Vorsichtig. Laufen, laufen, immer schön laufen, in Bewegung bleiben. Huhuhu, lalala, zickzack rennen. Da ist noch so ein Kalb, hätte ich was gesagt, ne? Ah, ich habe sogar Schwert noch in der Hand. Ich versuche das jetzt mal mit dem Bogen. Komm schon. Auch habe ich nämlich meine Pfeile aufgesammelt. Ach du meine Güte. Jetzt habe ich auch. Jetzt kommt das Pech noch dazu, ne? Erst fehlt einem das Glück. Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Und die Spinne haue ich auch noch um. Und den auch noch. Und da ist noch ein Kamerad. So, ich glaube, das waren beide, ne? Es waren noch zwei, die mich hier bedroht haben. Ach, wo sind meine Fackeln hin? Ach du meine Güte, ich habe ja noch alles. Hier irgendwo um Nirvana vergessen. Da liegen meine Pfeile. Und es geht hier richtig nach unten, glaube ich. Oh. Ich muss mich kurz sammeln gehen, um die Sachen so ein bisschen zu sortieren, sonst komme ich überhaupt nicht mehr klar. Da sind meine Pfeile wieder, das ist gut. Meine Fackeln sind auch wieder da, das ist auch gut. Ich werde jetzt mal das Schwert austauschen gegen das etwas Bessere, damit ich nicht gleich mitten im Kampf da. So, das war eigentlich alles, was wir dabei hatten. Geheilt bin ich im Moment auch, das ist alles eigentlich wunderschön. Ja. So können wir weitermachen. Schwert in der Hand. Diese Ecke ist immer gefährlich, aber also ein bisschen problematisch, da so vorbeizulaufen, aber
Das ist nicht so schlimm. Ja, da oben kommt einer, vor dem habe ich nicht so viel Angst. Also da oben, das stört mich doch total, dass wir hier von oben immer angegriffen werden. Das war schon letztens immer so. Da kommt auch wieder eine Spinne an. Ja. Hier ist er. Oh, 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 verdammt. Verdammt, da habe ich mich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Das geht nur mit dem Bogen. Ah, ich liebe ja unsere Pfeilfabrik, die wir gebaut haben. Das hat sich echt gelohnt, ne? Jetzt kann man auch mal draufhalten. Aber die kommen ja aus allen Ecken und Enden hier oben. Da müssen wir jetzt mal gucken. Und erstmal wieder zurück. Schauen, dass sich da nichts bewegt. Hier, seht mal, seht mal, seht mal. Hier, dunkle Kammern, aber Sackgasse hier. Okay. Hier vielleicht noch was hin, so sicherheitsmäßig halber. Ja. Okay, hier kann nichts mehr so richtig. Das ist nur sehr verwinkelt hier. Da kommt nichts durch. Höchstens eine Spinne hier unten kann auch nichts langkommen. Da ist es zu schmal. Oh, gut. Das muss immer schnell gehen hier, ne? Ja, ich mach's ein bisschen heller. Klar, das weiß ich ja auch, ne? Ich will ja jetzt hier nicht ständig. Gerade wenn man so losläuft erst, ne? Dass man da schon immer dauernd. Da unten bin ich auch schon mal gewesen. Es scheint da Lava zu fließen. Hier geht es richtig, richtig weit runter. Also das ist eine tolle Höhle hier. Wir wissen ja, dass wir auf der Projektwand auch noch hier eine Slime-Halle oder Slime-Höhle haben, ne? Die müssen wir noch realisieren. Und warum nicht dann hier in unserem Keller, wo wir dann nicht immer so weit laufen müssen, machen wir hier aus unserem Turm in Bad Schönfels ein Fabrikationscenter für Sticky Pistons. Ne? Ah, super, aber ich kann hier... Da ist ein Creeper, okay. Mein kleiner Sprengwurm, ich hau dir auf die Glocke. Denn du bist in meinen Augen eine dumme Socke. Das wird der nächste Karnevalsschlager der Saison. Zwei Stück hier, meine Damen und Herren. Na, wer bietet mehr? Ups. Die sind aber nervös. Die sind aber nervös. Normalerweise hängen die immer irgendwie so vor so einer Wand. Ich treffe die ja überhaupt nicht. Er kommt jetzt hinten rum, ne? Hier irgendwie. Wow. Boah, ich werde hier alles abtragen. Ich meine, der könnte hier, könnte er lang, ne? Wahrscheinlich kann der hier so hochroppeln. Oh, ist das hier unheimlich. Ich werde auch wieder beschossen. Von da, okay. Jetzt aufpassen, weil jetzt muss ich immer schneller sein. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Warum schießt der jetzt noch und ich sehe ihn nicht? Herrgott, nochmal. Ich bin überhaupt nicht nervös jetzt, ne? Man muss da ganz cool bleiben. Oh, er ist wieder weg, der Blödmann. Also ehrlich. Und da ist er dann wieder. Also, das kann ja aber nicht wahr sein. Kinders, wo rennt ihr denn hin? Ich bin hier. Hier bin ich. Ah. Ui. Hat der mich getroffen? Da kommt noch ein Creeper. Was ist denn da los da hinten? Der kommt auch hier hoch. So, den habe ich erwischt. Tisch, tisch, tisch. Oh, komm doch mal aus der Ecke raus. So, einmal. Und komm. Zweimal habe ich den erwischt. Und nochmal. Komm. Toll. Okay, aber das... Oh! Oh! Herrgott! Was denn hier? Nee, ne? Moment mal. Wo will der denn hergekommen sein? Das ist aber jetzt irgendwie nicht so wirklich möglich. Naja, gut. Ich kümmere mich drum. Ich muss jetzt schnell die Sachen wegbringen und, auch meine Sachen aus der Höhle wiederholen. Sendung ist um. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin. Tschüss.